Wenn der Chef der US-Notenbank Fed seine Pressekonferenz mit dem Satz beginnt, ich möchte betonen, das US-Bankensystem ist gesund und solide, dann spricht das Bände, ebenso wie die Aussagen von Jerome Powell auf die Frage einer Journalistin, ja, wie schaut's denn aus, hat die Fed da nicht versagt? Vor allem die San Francisco Fed in Sachen Silicon Valley Bank, da ist Powell praktisch völlig aus dem Konzept gekommen und hat gesagt, ich kann diese Frage jetzt nicht beantworten. Das war schon ziemlich schwach in der Summe, aber hat Powell versucht, diese Gratwanderung zu machen zwischen einerseits Bekämpfung der Inflation und andererseits Beruhigung in der Bankenkrise. Und diese Beruhigungsversuche in Sachen Bankenkrise, die Banken sind gesund und stabil, die wurden dann allerdings pulverisiert durch Aussagen der Finanzministerin Janet Yellen, die zu einem Sell-off vor allem regionaler Banken geführt haben, und der könnte und dürfte sich heute weiter fortsetzen. Und wir dürften weiter ziemlich starke Abflüsse aus diesen Geldhäusern sehen, was den Stress im Finanzsystem insgesamt vergrößern wird. Schauen wir uns erstmal der Reihe nach die Dinge an und beginnen wir mit Janet Yellen hier, Juni 2017. Wir werden in unseren Lebzeiten, und damit meint sie ihre Lebenszeit, offenkundig, die ja vielleicht nicht mehr allzu lang ist, die Dame ist ja schon weit über 70. Jedenfalls sagt sie hier, wir werden in diesen Zeiten keine Finanzkrise mehr erleben, und möglicherweise hat sie gestern diesen entscheidenden Fehler gemacht, der jetzt dann doch sich zu einer echten Finanzkrise ausweiten kann, denn sie hatte gesagt, nein, es wird nicht so sein, dass wir hier Garantien aussprechen. Ich habe nichts in Erwägung gezogen oder diskutiert, was mit einer pauschalen Absicherung der Garantie für Einlagen zu tun hat, sagte Yellen am gestrigen Mittwoch bei einer Anhörung vor dem Senatsausschuss. Und sie stellte nicht klar, ob das eine vorübergehende oder dauerhafte Änderung einer irgendwelchen gelagerten Garantie betrifft. Jetzt ist es nach meinem Verständnis so, dass man wohl durchaus temporär, also vorübergehend, eine Einlagensicherung generell aussprechen kann seitens der Regierung. Allerdings kann das nicht dauerhaft sein, sondern nur als Notmaßnahme, sondern dann müsste der Kongress zustimmen, müsste das in einen Gesetzentwurf und ein Gesetz dann letztendlich gießen. Nur dann wäre es rechtskräftig, ansonsten nur durch eine Notmaßnahme der Regierung, wie das ja auch im Fall der Silicon Valley Bank war, wo man gesagt hat, alle Kundeneinlagen sind in unbegrenzter Höhe garantiert. Aber es ist aus meiner Sicht ein riesen psychologischer Fehler, denn früher oder später wird das kommen, nämlich, dass die USA alle Einlagen garantieren, auch wenn das natürlich rein mathematisch nicht funktionieren kann. Derzeit sind in diesem Einlagensicherungsfonds 125 Milliarden, es schlummern aber etwa 18 Billionen in diesen Konten bei US-Banken. Also dieses Versprechen ist nicht einhaltbar, denn wenn das in die Luft fliegt, dann ist das mal eben das BIP der USA etwa in einem Jahr. Und dementsprechend ist das ein Fehler aus meiner Sicht, was hier passiert. Janet Yellen, so macht sich Jim Bianco ein bisschen lustig, denkt, das ist noch sehr herkömmlich hier, dieses Bankensystem, und fragt, naja, hat die überhaupt ein Smartphone? Denn wir haben ja gesehen, dass wir nicht einen klassischen physischen Bankrun gesehen haben, sondern einen elektronischen Bankrun, der sich unglaublich verschärft hat. Und das erwartet jetzt auch Bill Ackman, der sagt, das ist ein Riesenfehler. Denn sie hatte ja kürzlich so ein bisschen angedeutet, naja, wir werden hier schon Garantien aussprechen. Daraufhin hatten sich die Märkte ja aber beruhigt. Jetzt hat sie das im Grunde zurückgenommen und haben gesagt, wir haben nicht mal drüber nachgedacht, irgendwie so etwas zu machen, nämlich solche Garantien auszusprechen. Und jetzt sagte Ackman, I would be surprised if deposit outflows don't accelerate effective immediately. Also wenn praktisch jetzt dieser elektronische Bankrun weitergeht. Und er sagte, eine systemweite Deposit Guarantee is needed. Das sehe ich auch so. Ist aber natürlich politisch extrem schwierig. Und da musst du mit den Republikanern verhandeln. Das Ganze natürlich jetzt im Vorfeld auch dieser Anhebung der Schuldenobergrenze höchst delikat. Deswegen hat Janet Yellen den einfachsten Weg beschritten und gesagt, naja, guckst du, wir haben doch was gemacht hier bei Silicon Valley und so weiter. Aber das können wir jetzt erstmal nicht generell letztendlich aussprechen als Garantie. Das ist ein Riesenfehler aus meiner Sicht, ein psychologischer Fehler. Am Ende denn werden die Amerikaner es doch machen müssen, aber davor wird dann wahrscheinlich ziemlich viel Schaden angerichtet werden ziemlich nervöse Märkte auf diese Aussagen reagieren. Kurz zuvor hatte CNBC noch gemeldet, Treasury, also das Finanzministerium, also die Finanzministerin,
will do whatever it takes, wird also alles tun, was notwendig ist. Dieses Draghi-Zitat, we will do whatever it takes to preserve the euro, 2012 im Juli, ich weiß noch, als wäre es gestern, der vielleicht wichtigste Satz des vergangenen Jahrzehntes, zumindest in der Finanzgeschichte, wahrscheinlich sogar, sicher sogar der wichtigste Satz. Also hier eine Anspielung, wir bekommen jetzt wieder solche Sätze wie whatever it takes. Und allerdings ist das vielleicht auch nötig, denn JP Morgan hat gezeigt, dass in wenigen Tagen 1,1 Billionen von vulnerablen kleineren Banken abgeflossen sind. Aber kommen wir nochmal zurück hier zu der Marktentwicklung. Paul hat gesagt, also wir werden die Zinsen weiter anheben müssen, sehr wahrscheinlich. Dann hat er aber auch gesagt, we considered a pause, angesichts dieser Turbulenzen auch um die Banken. Wir haben überlegt, eine Pause zu machen, aber dann die Zinsanhebung sei supported by strong consensus, also durch einen eindeutigen Konsens, hat ja auch keiner dagegen gestimmt. Und dann aber kam Janet Yellen, not considering increase in deposit insurance, und booms, es ging nach unten. Es traf vor allem die regionalen Banken, wie wir hier sehen, eine First Republic, eine PacWest, insgesamt KRE, ja, dieses regionale Banken-ETF. Und wenn das Bankensystem wirklich so gesund und stabil ist, warum sehen dann die Aktionäre das offenkundig anders, fragte Jim Bianco suffisant. Ja, das ist natürlich ein Spiel der Psychologie. Hier sehen wir mal visualisierend Bankenpleiten der verschiedenen Jahre. Und wir sehen, das ist jetzt schon so ein bisschen in der Dimension von 2008, dieser Kreis, was sozusagen das Volumen der Einlagen betrifft, respektive der Bilanzsummen der entsprechenden Banken. Das ist schon erheblich. Und die FHLB, Federal Home Loan Banking, blablub, ne? Dieser Zusammenschluss von 11 regionalen Banken unter staatlicher Aufsicht als eine Art Not-Backstop für diejenigen Banken, die Dollars brauchen, vor dem allerletzten Backstop der Fed, nämlich dem Discount-Window. Hier sehen wir, die nehmen jetzt neue Gelder auf in Höhe von 300 bis 400 Milliarden Dollar. Das Ganze war in der Finanzkrise 2007, 2008, da hat man ein ganzes Jahr gebraucht, um eine solche Summe aufzunehmen. Also man verschuldet sich, um dann diesen Banken diese Hilfe geben zu können. Und wir sehen, das ist jetzt in einer wirklich extrem kurzen Zeit passiert. Das heißt, da scheint man zu erkennen, dass das System im Stress ist. Und das sieht man auch an den sogenannten Credit Default Swaps, an den Kreditausfallversicherungen. Hier sehen wir Capital One, die gehen schneller nach oben als damals, deutlich schneller nach oben als damals im Corona-Crash. Also man fürchtet, dass hier auch eine Capital One, die um und bei das zweieinhalbfache Volumen, was ihre Bilanzsumme betrifft, auf die Waage bringt, wie die Silicon Valley Bank. Capital One so 450, 500 Milliarden, Silicon Valley Bank waren so um und bei 200 Milliarden. Aber wir sehen, das Bankensystem ist extrem stabil, und das ist das, was JP Morgan jetzt gesagt hat. 1,1 Billionen, gerade bei diesen sehr vulnerablen Banken, und die Hälfte davon in der Woche, die am 15. März endete. Also das hat dann plötzlich sich radikalisiert. Aber das Grundproblem, das hatte ich gestern schon gezeigt, ist diese Differenz zwischen der Deposit Rate, also das, was die Banken den Kunden an Zinsen bezahlen, und dem, was die Kunden im Geldmarktbereich bekommen können, jetzt vor allem nochmal durch die Anhebung der Zinsen durch die Fed gestern, umso mehr. Und solange dieses Problem nicht gelöst ist, werden diese regionalen Banken Probleme bekommen. Aber kommen wir zu der Fed, kommen wir zu Jerome Powell. Zinsanhebung 25 Basispunkte, Quantitative Tightening wird beibehalten. Aber man hat diese hawkische Guidance entfernt, nämlich die Rede von ongoing rate increases, von weiteren Zinsanhebungen. Holger Cepic nochmal ganz klar mit dem, was inzwischen Konsens ist am Markt. Sobald Yellen diese Aussage getätigt hat vor dem Senat, booms, ging es nach unten mit die Aktienmärkte. Und was meint er mit, oder was meinen wir mit dieser hawkischen Guidance? Hier jetzt die Sprache, additional policy firming may be appropriate, statt eben diese ongoing rate increases. Und da wurde eben aus ongoing rate increases some und may, also vielleicht, man lässt sich also alle Bedingungen offen. Und das Interessante ist, dass Paul eben klar gemacht hat, naja,
Wenn jetzt die Kreditvergabekriterien sich weiter verschärfen, dann tut das praktisch unsere Arbeit, die wir sonst über Zinsanhebungen machen müssen. Wenn also die Kreditvergabekriterien sich weiter verschärfen, dann müssen wir vielleicht die Zinsen nicht anheben. Ist das ein Grund, Hurra zu schreien für die Aktienmärkte? Nö, denn wenn sich die Kreditvergabekriterien verschärfen, dann kommt Rezession und das auch nicht gut für die Aktienmärkte. Wir sehen jetzt schon, welche Einflüsse hat denn jetzt dieser Bankenstress, diese Bankenkrise letztendlich auf die Konsumenten? Citigroup mit einer Aussage über die Kreditkartendaten, die Ihnen vorliegen. Da sagt man, das ist der größte Rückgang der Umsätze, die wir über diese Kreditkarten sehen, seit dem Corona-Crash, seit April 2020, also praktisch seit dem Lockdown, wenn man so will. Also das hat sofort Konsequenzen. Hier sehen wir mal, dass eben nicht nur die Kreditvergabekriterien strenger werden, sondern auch die Kreditnachfrage. Deshalb, weil viele sich sagen wahrscheinlich, na, die Banken verschärfen jetzt ihre Kriterien, da kriege ich dann sowieso keinen Kredit, den ich vielleicht noch vor einem halben Jahr bekommen hätte oder vor einem Vierteljahr. Dementsprechend geht auch die Kreditnachfrage zurück, die Loan Demand geht deutlich zurück. Und die Fed, Paul hatte gesagt, ja, wir sehen eine Abkühlung der Wirtschaft. Aber jetzt schaut man sich mal die Projections an, die die Fed gestern gegeben hat. Da ist man nur kaum runtergekommen, was das GDP-Projection betrifft, von 0,5 auf 0,4%. Aber man hat die PCE-Inflationserwartung von 3,1% auf 3,3% erhöht. Insgesamt kann man sagen, die Märkte waren zunächst gestern euphorisch, aber diese Aussage, wir werden und müssen die Zinsen weiter anheben, das war dann doch ein kleiner Abkühler, könnte man sagen. Bankenkrise, Paul Waage, verständlich, er hat gesagt, also das ist alles so neu, da können wir jetzt noch nicht wirklich die großen Dinge drüber sagen. Aber er hat natürlich dann auch, ich finde, klare Unwahrheiten gesagt, ja, Sektor Gewerbe, Immobilien sei kein Problem, doch, das ist das große Problem, vor allem dieser regionalen Banken. Und dann eben auch die Aussage, unser Bankensystem ist sound and safe, da hier Stalingrad und Pursky mit dieser, die man früher vor allem kennt von Twitter, bei Aussagen von Trump, official sources stated that this is false and misleading, also praktisch die Richtigstellung, nein, leider stimmt das nicht, aber natürlich musst du, wenn du in Verantwortung bist, solche Sachen sagen, um die Leute zu beruhigen. Und jetzt ist die Frage, kommen Zinssenkungen? Ja, nein. Selbst wenn sie kommen, die letzten drei Phasen von Zinssenkungen waren negativ für die Aktienmärkte, eben schlichtweg, weil dann meistens eine Rezession kommt, auf die die Fed dann wiederum reagiert mit Zinssenkungen. Rezession heißt eben auch Umsatzrückgänge, Gewinnrückgänge, Margenrückgänge für die Unternehmen. Schauen wir uns dann mal an, wie die ganze Geschichte nach rausgegangen ist. Wir waren gut 1% im Plus. Bei den US-Indizes sind dann durchschnittlich 1,6% im Minus geschlossen. Der S&P 500 von Spitze dann zu Tief mal eben 100 Pünktchen gemacht in ziemlich kurzer Zeit. Wow! Wir sehen, dass Finanzwerte vor allem wieder verprügelt werden. Wenn Sie mal links hier gucken, Bank of America richtig unter Druck. Wir sehen, dass die großen Tech-Werte sich ganz gut gehalten haben, nicht so wirklich unter Druck kamen, apropos Tech-Werte. Hier sehen wir mal die zwei größten Tech-Werte, nämlich Apple und Microsoft, haben jetzt eine Marktkapitalisierung, die 13% im S&P 500 entspricht. Das gab es zuletzt in den frühen 1980er Jahren, also die totale Dominanz wieder. Die Investoren haben gespielt, hurra, wir haben das Jahr 2021 wieder, als eben diese dicken Tech-Werte dann diese Rallyes gezaubert haben. Schauen wir uns mal Marktkapitalisierung an. Apple ganz oben mit 2,5 Billionen, dann Microsoft 2 Billionen, dann Google 1,3, Amazon 1 Billion und dann schon nie wieder, nie Nvidia mit 658 Milliarden, dann Tesla, dann Meta und dann erst TSMC, Tencent und Samsung, also erst die sieben größten Unternehmen in Sachen Marktkapitalisierung, alle amerikanisch, 8, 9, 10, dann erst asiatische Unternehmen. Von deutschen Unternehmen brauchen wir in diesem Kontext, meine Damen und Herren, gar nicht zu sprechen. Aber wir wollen sprechen über die technische Lage. Hier sehen wir ja, an den Märkten, hier sehen wir den S&P 500 mal auf Stundenbasis.
Erste, dieser mustergültige Hochlauf dann zu dieser Abwärtstrendkanallinie schien auszubrechen aus sogar diesem, aus dieser Wedge hier nach oben und dann booms dieser Move nach unten, aus der Wedge nach unten ausgebrochen. Wir sehen der Wix mit einem Hammer hier auf der rechten Seite, können Sie den Hammer sehen, meine Damen und Herren, booms. Und hier sehen wir also, dass da unglaubliche Nervosität ist. Wir sehen diese dicken roten Kerzen beim Wix und dann wieder solche Dochte, dann solche grünen Kerzen. Insgesamt dürfte eben dieser ganze Zyklus, diese ganze Wirkung der Zinsanhebungen eben erst verspätet dann auch wirklich die Unternehmensgewinne treffen. Normalerweise sagt man so, 1,5 Jahre dauert das nach der ersten Zinsanhebung, da wären wir jetzt fast schon. Und ich denke auch, dass eben das das große Problem wird. Und hier gibt es einen Indikator, der sagt, das könnte ungemütlich werden in Zukunft für die Märkte, deshalb, weil die Forward Earnings zurückgehen im Vergleich zum Vorquartal. Wir haben eine invertierte Zinskurve, wir haben eine Arbeitslosigkeit, die immer noch unter dem Durchschnitt ist, weit unter dem Durchschnitt. Wir haben aber PMIs, also die Einkaufsmanager-Indizes, unter 50, also Kontraktion. Und wir haben mehr als 40% der Banken, die ihre Kreditvergabekriterien strenger machen. In dieser Kombination oder je mehr dieser Punkte erfüllt ist, umso schlechter die Performance des S&P 500, wie hier eine Analyse von Morgan Stanley gezeigt hat. Interessanterweise, wenn alle 5 Punkte zusammenkommen, dann die schlechteste Performance. Jetzt abschließend, meine Damen und Herren, noch 2 Empfehlungen. Das, worüber ich gesprochen habe, nochmal genauer analysiert, genauer auch der Wortlaut von Janet Yellen. Bankenkrise sorgt die Finanzministerin für den erneuten Bankrun, den elektronischen Bankrun. Erste Empfehlung. Und wenn Sie wissen wollen, was der Pauli gesagt hat und was das alles bedeutet, und so weiter und so fort, dann empfehle ich nochmal die Nachsicht, auch mit dem Video von Jerome Powell, was die Headlines sind, was sind die wichtigsten Aussagen. Also diese beiden Empfehlungen, jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.